Guten Abend aus Rotterdam. Wir haben den dritten Probentag heute bewältigt und ihr findet uns heute hier an unserem Arbeitsplatz im Pressezentrum. Und bevor wir auf die Proben von San Marino bis Serbien zu sprechen kommen, noch etwas, was es natürlich hier im Pressezentrum auch immer gibt, und das sind Geschenke. Man wird hier letztendlich gut versorgt. Einmal sorgt man sich um unser gutes Wasser. Und dieses gute Wasser bekommen wir natürlich in Eurovision-Flaschen verabreicht. Das können wir uns zapfen am Eurovision-Brunnen. Und diesen schönen Schal der Stadt Rotterdam, Rotterdam-Werbung in Zeichen des Eurovision Song Contest. Diese Farben, die auf diesem Schal hier sind, sieht man auch überall in der Stadt. Sämtliche Brücken, Straßen, Mauern, auch die Metro ist dekoriert und lackiert in diesen Farben. Sehr beeindruckend. Und wenn die Stadt jetzt noch voller Fans wäre, zu Nicht-Corona-Zeiten, dann wäre das ein richtig tolles Feuerspektakel. Haben wir also leider nicht, so müssen wir uns das vorstellen. Und zu diesen Zeiten gehört natürlich auch eine Maske in entsprechenden Schutzfarben. Das sieht dann so aus, wenn man damit rumlaufen will. Die ist allerdings nur Deko, verwenden darf man sie in dieser Form nicht. Ja, was haben wir sonst erlebt, außer dass wir Geschenke bekommen haben? Wir haben die Proben des zweiten Halbfinals gesehen, zumindest die ersten. Das begann ja heute Morgen mit San Marino los und Zenit, das ist wirklich eine Persönlichkeit. Das hat richtig Spaß gemacht mit ihr. Eine tolle Show bei der Pressekonferenz, die Probe natürlich sowieso. Man fragte sich lange, was sie mit dieser Krone und Maria und dem Jesuskind denn möchte. In der Pressekonferenz stellte sich heraus, oder zumindest behauptet Zenit, dass das mit Religion so gar nichts zu tun hat. Die Frau und das Kind da drauf sollen Mütter und Kinder generell darstellen. Mit Religion wollte sie damit nichts ausdrücken. Nun gut, das lassen wir mal dahingestellt sein. Tolles Spektakel, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, von der wir vielleicht auch nach diesem Contest noch einiges hören werden. Estland hat geprobt, solide und unauffällig. Das Gleiche kann man sicherlich auch über den Tschechen sagen. Bei der Griechin, die hat da mit einigen technischen Schwierigkeiten noch zu kämpfen, beziehungsweise sie selbst gar nicht so sehr, sondern eher ihre Delegation. Man versucht sich mit Greenscreen-Technik, indem man die Tänzer mal halb, mal gar nicht einblendet, soll gesichtslose Großstadtbevölkerung repräsentieren. Das funktioniert noch nicht so ganz sauber, sieht so ein bisschen improvisiert aus. Da wird man noch dran arbeiten müssen. Wunderschön, gute Kritiken und auch guten Applaus hier im Pressezentrum hat Vincent aus Österreich bekommen. Wir waren uns nicht ganz so sicher, ob das dieser sehr dunkle Auftritt wirklich so vorteilhaft ist, aber insgesamt war die Stimmung ihm gegenüber hier ausgesprochen positiv. Wenig aufgefallen, Rafał aus Polen, er ist halt auch mit dabei. Wie auch schon im Vorfeld des Contests ist er nicht wirklich Gegenstand der großen Diskussionen und Unterhaltungen, daran hat sich nicht viel geändert. Das wird schwer für ihn sicherlich, ins Finale zu kommen. Bei der Dame aus Moldau, Natalia, ja, natürlich, wenn Philipp Kirkorov dabei ist, ist es ein Spektakel, eine Show von Philipp Kirkorov. Natalia durfte allerdings bei der Pressekonferenz tatsächlich etwas sagen, was ja nicht für alle Künstler, mit denen Philipp unterwegs ist, so zutrifft. Sie spricht gutes Englisch, aber natürlich sitzt Philipp Kirkorov in der ersten Reihe in einem nagelneuen schwarz-weiß karierten Anzug, der aussieht wie von Gottlieb Wendehals geschneidert. Hier im Pressezentrum war er natürlich dann auch Repräsentant eines der Hauptsponsoren des Festivals. Das geht alles so Hand in Hand. Wo Philipp Kirkorov ist, ist ein Sponsor nicht weit und auch das große Showbiz-Geld fehlt nicht. Und es ist kein großes Geheimnis, der Beitrag Moldaus ist eigentlich faktisch der zweite russische Beitrag. Da hat auch die Pressekonferenz nichts geändert, sondern die ist einfach nochmal deutlich unterstrichen. Das einzig Moldawische an diesem Beitrag ist der Geburtsort der Sängerin. Ja, und dann gleich hinterher das weitere Spektakel, die Isländer. Der Gegenentwurf zum Auftritt Moldaus, super cool, super relaxed. Nachdem man so etwas Zweifel hatte, ob er mit 10 Years nochmal an den Hype des Vorjahres anschließen kann, Dazny hat es gezeigt, er kann. Die Inszenierung in ihrem Minimalismus, super cool, mit vielen Zitaten aus anderen Song Contest-Beiträgen aus ganz Europa. Sehr, sehr spannend. Schaut euch das ganz genau an. Es gibt viel zu entdecken und dementsprechend cool war auch seine Pressekonferenz. Also er ist wieder im Rennen, kann man sagen, und mit vorne dabei. Zum Abschluss die Serbinnen. Ja, das Lied ist bekannt. Ziemliches Spektakel, die Show im Latino-Rhythmen. Interessant ist die relativ elegante Inszenierung, die man für dieses Lied, das ja eher
sagen wir, Party-Trash-Charakter hat, nicht so wirklich erwartet. Weiß und Schwarz, sehr gut abgewogen. Interessant, also ein bisschen im Kontrast zum eigentlichen Lied stehend. Ja, das waren die Proben für heute. Wir werden natürlich mit Spannung verfolgen, diese dann auch dann in 2 Tagen in der Halle sehen zu können. Morgen geht es dann mit der zweiten Hälfte des zweiten Halbfinales weiter. Wir halten euch natürlich informiert auf ogae.de, auf Facebook. Und wenn ihr noch einmal einen Überblick über alle Beiträge haben wollt und alle Vorentscheidungen, dann ist euch natürlich wie immer die Eurovoice ans Herz gelegt. Hier noch einmal. Die Mitglieder von OGAE sollten Sie längst im Briefkasten haben. Wenn nicht, bitte kurz melden. Alle anderen können Sie bekommen, indem Sie Mitglied von OGAE werden. Soweit aus Rotterdam. Wir machen uns jetzt auf den Weg ins doch etwas frische und regnerische Rotterdam und melden uns dann wieder morgen früh hier aus dem Pressezentrum. Seid wieder mit dabei. Alles Gute, gute Nacht, euer OGAE-Team.